der Vortrag ist über die Länder-Weltdatenbank. Wer kennt das schon gefragt? Das ist, glaube ich, im Umlauf, das World Factbook, sozusagen alle Länder der Welt, inklusive Österreich. Das entsprechende, wer kennt den Fischer Almanach im deutschsprachigen Raum? Das ist sozusagen eine Kopie, oder nicht eine Kopie, ein Ableger für den deutschsprachigen Raum. Also das Großartige eben am World Factbook von CIA, das ist sozusagen gesponsert vom amerikanischen Steuerzahler, und dadurch ist das sozusagen lizenzfrei kommunistisch, nicht einmal ein Copyright, Public Domain. Also die Daten und die Seiten und die Karten sind gemeinfrei, sozusagen. Das ist die, genau. Und das sieht so aus. Nehmen wir hier das Beispiel Österreich. Ja. Also die Frage ist, wie viele Länder gibt es auf der Welt? Wer weiß, wie viele Länder, 50, 100, 200, 1000, 500? Also die UNO hat, glaube ich, 197 Souveräne, und das World Factbook hat 270 Länder. Wo kommen die her? Das sind natürlich, es reicht nicht die Weltherrschaft, sondern in der Milchstraße gibt es ja noch andere Planeten von den Außerirdischen. Ja. Die sind, es sind Gibraltar, und es sind sozusagen aus Hongkong, und dann auch sozusagen, wo Palästina, ist das ein Land oder nicht? Aber die sind sozusagen, genau, Austria. Und leider ist halt so, dass die Daten werden zur Verfügung gestellt von die Webseiten vom CIA, werden auch nicht so häufig, wird gesagt, einmal pro Woche abgedatet, aber in Wirklichkeit sieht man hier bei Österreich das letzte Update, der Bundespräsident, wir warten noch auf den Hofer, also wir warten auf den Van der Bellen, auf die Inauguration, das ist sozusagen, da ist noch die Pure, das ist noch die Präsidentin, und das sind HTML-Seiten, und mit sozusagen hat die, gut, aber das ist die Ausgangsbasis. Okay. Also was ist das Factbook sagen von Central Intelligence Agency? No Copyright. Und sozusagen ein Punkt ist der Country Code, also der Ländercode vom World Factbook. Sozusagen im Internet haben sich durchgesetzt, kommen von der UNO-Statistikabteilung die ISO-Codes, aber die haben ja nur 197 ISO-Codes, oder es gibt noch ein paar mehr. Aber das Factbook geht zurück auf 1950, da hat es noch kein Internet gegeben, aber die haben im Internet natürlich schon Codes verwendet, und die haben früher geheißen FIPS-Code, und dann hat man sozusagen 2000 oder was vereinheitlicht. Aber diese Vereinheitlichung und Umstellung auf ISO-Code ist gescheitert, weil es eben sozusagen, das Factbook bildet viel mehr Länder und Territorien ab, und für die gibt es keine ISO-Codes. Ja. Wenn man die Bombe abschießt, ja, muss man aufpassen, dass sie nicht in Australien und in Österreich landet, weil zum Beispiel der Code für Austria ist AU im Factbook. Das ist der sozusagen Geographic Entity Code. Jetzt früher FIPS-Code, und der Code für Australien ist zum Beispiel AS, Germany GM. Also der Code ist ein anderer. Und genau, das war die Frage 261, und aufgeteilt sozusagen, wenn man die Welt erobern will, praktisch, das wie beim alten Caesar, ist ganz einfach, teile und herrsche sozusagen. Und aufgeteilt die Welt in 195 sozusagen souveräne Staaten und eben eine riesige Anzahl, 52 auch Militärbasen, 5 Ozeane. Und natürlich, es ist die Sicht Amerikas, und ein Beispiel der Sicht Amerika ist, Palästina sozusagen ist nicht enthalten, aber dafür ist enthalten 2 Westbank und Gazastrip sozusagen, weil natürlich Amerika anerkennt nicht Palästina. Oder auch Beispiel, der Trump ist eingeknickt, oder die Chinesen haben ihn aufgekauft, damit sie sein Trademark anerkennen,
Und im Gegenzug hat der Trump jetzt anerkannt wieder die berühmte One-China-Policy. Das heißt, es gibt nur ein China und Taiwan ist sozusagen kein souveräner Staat. Darum im Factbook ist Taiwan sozusagen ist kein souveräner Staat. Also Österreich anerkennt Taiwan als Republik. Aber sozusagen die One-China-Policy wird jetzt auch wieder anerkannt. Und beispielsweise die European Union ist als eigener sozusagen Staat eingetragen. Das ist sozusagen interessant, wenn man Vergleiche macht. Wirtschaftsleistung oder Gesundheitstelefone, wie viel Militärleistung wo, und Öl und so weiter. Genau, und das, die Welt aufzuteilen, wer sich mit dem semantischen Web beschäftigt oder auch mit Big Data, ist sozusagen, wie teilt man die Welt ein? Taxonomie heißt das sozusagen. Und da kann man ja sozusagen, die Frage ist, wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? 7 Kontinente, 11 Kontinente, 5 Kontinente, 3 Kontinente. Und in diesem Beispiel sozusagen der Pentagon oder der CIA, die haben die Welt eingeteilt in 11 Regionen. Und sozusagen Nordamerika mit 7, Central America 33 Länder, Europa 55 Länder, Antarktika, Australien, East, South Asia. Also das sind die 11, die Welt aufgeteilt in 11 Zonen. Und jetzt ist die Frage natürlich, dass man muss ein Land einer Zone, einem Kontinent zuordnen. Ist beispielsweise ist Russland Teil von Europa oder von Zentralasien oder ist Zypern, wo gibt man Zypern hin? Nach Europa, nach Asien, Mittleren. Und das Beispiel ist sozusagen hier, ist Grönland ist in Nordamerika, Zypern ist in Europa. Russland ist nicht in Europa, Central Asia beispielsweise, Usbekistan ist auch in, und die Türkei zum Beispiel, ist die Türkei in Europa, sie ist, im Factbook ist sie Middle East, im Nahen Osten. Und wie hat die Geschichte begonnen? In Amerika, alles beginnt mit George Washington. Und also das ist, was großartig ist natürlich, es geht darum, es ist eine freie Gesellschaft, kann es nur, so wie bei Linux, freier Code, es ist eine freie Gesellschaft, kann es nur geben, ja, sozusagen Free Society kann es nur geben, Underpinning Functioning, wenn sozusagen man muss die Wahrheit, Truth, Facts, über das, man muss die Welt kennen und sozusagen die Fakten, die Facts, die Tatsachen über die Welt sozusagen. Das war der Auftrag und begonnen hat sozusagen mit dem Überfall auf Pearl Harbor. Die Japaner haben sozusagen die Amerikaner überfallen in Hawaii und dann plötzlich war Amerika im Krieg. Aber sozusagen das Pacific Theater, das geheißen in Ozeanen, die haben nicht gewusst sozusagen, also wenn wir jetzt zurückschlagen, also wer wohnt dort, was gibt es für Inseln, ja, wo fahren wir hin? Also es war sozusagen, die haben nicht, waren keine Weltherrscher, sondern die haben nicht gewusst und so hat das begonnen, dass sozusagen im Auftrag gegeben ist vom Militär, Wir sammeln jetzt, und das war sozusagen, ursprünglich war das natürlich, sorry für die Geschichte, also das ist hier mit Pearl Harbor der Auftrag, dass man sozusagen jetzt, und 1962 sozusagen war classified, heißt die war streng geheime, das Factbook war streng geheim sozusagen, aber man hat sozusagen das gesammelt über die ganze Welt. Und 1971 sozusagen hat man unclassified sozusagen, hat man das World Factbook sozusagen, seit 1971 ist das sozusagen öffentlich und eben das Großartige ist sozusagen, das wird abgedatet und da steckt sozusagen, stecken 50.000 Mitarbeiter dahinter oder noch mehr. Aber wie man sieht sozusagen, Österreich haben sich noch nicht geschafft abzudaten, diese 50.000 Mitarbeiter. Gut, und 1981 sozusagen 225, das Buch ist im Umlauf, 1981, wenn man es ausgedruckt hat, sozusagen 225 Seiten. Ja. Die Frage ist jetzt sozusagen, wie viel 2017, wie viele Seiten hat jetzt das gedruckte Buch? Wer hat das Buch gesehen sozusagen? Also mittlerweile sind es so über, wenn man schaut, über 1000 Seiten. Und sozusagen 1994, Geschichte sozusagen, ist eine CD-ROM rausgekommen sozusagen. Ist dann wieder eingestellt und natürlich jetzt im Internetzeitalter sozusagen, seit 1997 gibt es die Internetseite. Aber fürs Open Data sozusagen, es gibt nicht und 50 Jahre sozusagen, das 50 Jahre Geburtsdatum für die gedruckte
für die gedruckte Version. Aber es gibt keine sozusagen strukturierten Daten. Man kann sich das HTML und die Webseiten anschauen. Und ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte, der Beitrag Österreichs. Ja, 2015 sozusagen, seit 2015 gibt es das Factbook sozusagen nicht nur in dieser HTML-Version oder in gedruckter Version, sondern es gibt es in JSON. JSON ist sozusagen für strukturierte Daten sozusagen, Open Structured Data. Und seit 2015 gibt es sozusagen das Factbook.json Projekt auf GitHub, wo man sozusagen zu jedem Land kann man sich ein Dokument, ein JSON-Dokument runterladen, wenn ich das kurz herzeige. Und in aller Bescheidenheit sozusagen, dieser Nobody, das Würstel, unbezahlt freiwilliger Arbeiter für den CIA. Ich bin nicht beauftragt und autorisiert. Gut, also Fact.json und auf GitHub, wer sozusagen GitHub kennt, ist GitHub eignet sich nicht nur für Code, sondern ist auch großartig für Open Data. Und sozusagen, das ist so eingeteilt, eben die Idee ist so, ich erfinde keine neuen Kontinenten, keine neuen Ländercode. Die Struktur, also die Taxonomy, ist die Struktur vom CIA. Weil kann man die an Intelligenz übertreffen, ist nicht, also man nimmt das eins zu eins sozusagen. Und es ist wirklich so, ich übernehme auch, es werden auch die Fehler übernommen, ja, sind ein paar, sozusagen, wenn ich hindrücke auf Issue, da beschwert sich einer, ja, dass sozusagen ich habe einen Fehler, und da habe ich gesagt, gut, er soll das an die 50.000 Mitarbeiter beim CIA weiterleiten. Ja. Ich bin für die Typos oder so, bin ich nicht zuständig. Also es wird sozusagen eins zu eins wird das übernommen in offene Daten. Und wie schaut das aus? Das JSON, wer das kennt, wenn ich das schaffe. Also CIA hat natürlich die Daten von der Weltbank oder von statistischen Organisationen, von der UNO und so, das sind hunderte Quellen. Und das ist ja alles öffentlich. Und die Daten sind auch gut. Genau, das ist ja das Gute an der Sache, sondern der wird nicht, der Trump ist, glaube ich, ja bekannt, dass seine Nachrichten hat er aus dem Fox News, aus dem Fernsehen. Der liest keine Zeitungen, ja. Ob er lesen kann, weiß ich nicht. Ja. Aber für das ist für man muss lesen können. Ja. Das gibt es nicht im Fernsehen, noch nicht. Also das ist nur die gedruckte Form oder, also das ist sozusagen, genau. Aber so schaut das JSON aus praktisch, das ist strukturiert, die gleiche Dissektion, Geography und dann halt wer ist der Chef im Haus und wo wichtig die Ressourcen, also natural, wo gibt es Gold oder Öl, wenn man hier Österreich anschaut. Ja, Großglockner, aber und okay. Wie schaut es mit der Zeit aus? Okay, dann gehe ich hier noch. Genau, Factbook Jason. Und auch so, dass das Zweite, wenn die Frage da ist, dass die Umwandlung vom HTML in das Factbook Jason, wenn das wem interessiert, das ist so ein Factbook auf GitHub, das ist ein Ruby-Skript. Aber das kann man sozusagen, kann man selber laufen lassen und kriegt aktuelle Daten, soweit sie beim CIA aktuell sind. Weil ich sozusagen, das GitHub-Repo wird vielleicht zweimal im Jahr mache ich da ein Update. Genau, das war das Beispiel Österreich. Vielleicht kann man das, schauen wir das Original. Das Original. Also man geht nach Europe und nicht AT, sondern AU. Und Oil. Okay, nee. Aber sozusagen das Gute ist, es wird sozusagen abgedatet und genau, was gibt es für Daten? Okay, mache ich das, geht das kleiner? Ah, okay. Es gibt die Daten sind in 8 Sektionen. Okay, sorry. 8 Sektionen. Government,
Also sind ungefähr Wirtschaft, Import, Export, das, also ist wirklich, wenn man es ausdruckt sozusagen, kriegt man vielleicht 4 Seiten kompakt oder 10 Seiten sogar. Okay, dann vielleicht das hier noch. Also das System funktioniert so, man kann das direkt reinladen, aber auf GitHub sozusagen, ich habe eine bereinigte HTML-Version, das ist dieses Beispiel sozusagen, das in zwei Stufen, weil wenn man die Seite vom CIA nimmt, hat man natürlich den Threat-Level, man kann sagen, Terroristen melden, man kann sich als Job melden, das heißt, die Seite ist eingebettet, also man hat so ein Drittel ist die Daten über das Land. Und sozusagen die Version, sozusagen, das ist das reine, schöne HTML, aus dem dann die Daten generiert wird. Aber hier kann man, wenn man das ausdruckt, sozusagen, hat man auch die schöne Seite, sieht man sozusagen, das ist das, die Daten über Österreich zu lesen. Das war sozusagen das Beispiel, wie die Daten sozusagen von HTML nach JSON. Also das ist, man holt sich die pro Seite, pro Land gibt es eine Seite, das wird bereinigt sozusagen, das HTML, und dann wird das sozusagen magisch in strukturierte, das HTML in strukturierte Daten umgesetzt. Und das schöne HTML sozusagen, das wir jetzt gesehen haben, das funktioniert so, dass die Daten sind ein Diff-Block und dann Heading 2, Heading 3 ist die Struktur, Heading 2 für die Section, Geography, Economy oder Government. Und H3 ist sozusagen die. Gut. Da kann man sozusagen sagen, dass das großartig ist, dass die nichts arbeiten. Sozusagen, das ist, dass man das erlebt, dass die das umstellen. Ja. Ich glaube, die setzen Cold Fusion, heißt das aus den. Okay. Es ist kein Cobol, aber ich glaube, irgendwas aus den. Aber einmal sozusagen drum, das ist genau Katz und Maus Spiel. Da hat es ein paar gegeben, so, die das in JavaScript oder was machen, und vor 2016 oder wenigstens vor einem Jahr ist die Struktur leicht umgestellt worden. Ja? Und dann haben die nicht mehr funktioniert, und bei mir, weil ich schaue nicht jeden Tag, hat sich endlich, weil sonst hört man nichts von Usern oder was, hat 500 Likes auf GitHub oder was, aber sonst höre ich nie, fast nichts. Aber da hat sich dann wer gemeldet, dass sozusagen der Parser geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich den sozusagen umgestellt. Aber dadurch, dass das HTML sozusagen bereinigt wird, ist sozusagen, man muss nur anpassen den ersten Schritt, dass man das HTML wieder bereinigt, ja, und in diese Form kriegt mit H3. Aber sozusagen, es ist relativ, genau, im Moment so konservativ, glaube ich, dass die nicht sehr viel, weil die Seiten, die dort sind, die sind natürlich von denen nicht händisch, die generieren das HTML. Ja. Und dadurch, dass es generiert ist, ist sozusagen, kannst du es maschinell wieder relativ. Aber es ist sozusagen ein Katz-und-Maus-Spiel, aber das Große ist, wieso sollen die das sozusagen verändern? Aber was sie verändert haben, sozusagen, es hat gegeben eine Download-Version, sozusagen, man hat sich alle Seiten runterladen können, und jetzt gibt es, und die gibt so Facebook-Parser, die arbeiten nur mit eben offline, dass man sich das runterlädt, und dann wird das sozusagen offline bearbeitet. Und da war das letzte Download-Paket sozusagen, das war 2011, und die warten heute noch sozusagen, also auf ein Update, und da wird nichts mehr kommen. Es gibt nur mehr drum sozusagen die Version, die ich hier habe, sozusagen, die holt sich die im Internet die Seite direkt und speichert sie. Ja. Und dadurch ist es so ein Tages, wie es halt online ist, also die ist auch gestorben, so wie die CD-Version, das Pakete, Download-Pakete als Zip gibt es auch nicht mehr. Es hat aber keine Bewegungen vom CIA in die Richtung gegeben, dass sie das nicht wollen, dass das so passiert, oder? Na, der CIA, der fördert das, also der ist stolz, okay. Also der CIA ist stolz auf dieses Factbook, das ist das, okay. Meist in amerikanischen Schulen wird das verwendet, oft, da lernen die Kinder, wie ein Länderlexikon sozusagen,
Und die sind stolz zu sagen, das ist ihre, weil normalerweise ist das hier, weiß man, der Überwachungsstaat und so weiter. Und dort zu sagen, das ist die meiste, die haben die meisten Zugriffe, haben sie nicht sozusagen für Terroristen oder was, sondern das Factbook ist in Amerika sehr beliebt. Weil es auch, ne, weiß man, gratis und Länderdings ist, oder auch für Journalisten. Ja. In Österreich halt, ist halt das Fischer Almanach oder so, aber Dings dort, ja. Genau, da, jede Seite, offiziell jede Woche, aber hat man gesehen, die Österreich-Seite, die war, das letzte Update war im 12. Jänner sozusagen. Und dann wird nicht alles abgedatet, sondern die sagen, was meine, dieses Jahr machen wir die genau, der Amerikaner, da sind schneller, da ist ja schon der Präsident, ja. Ja, ja, ja. Ja. Und dann ist genau, dann ist so, dass sie praktisch einmal machen, zum Beispiel, ein Beispiel ist mit der Flüchtlingskrise im letzten Jahr, haben sie überarbeitet für alle Länder sozusagen, wie viele Flüchtlinge dort sind. Ja. Oder jetzt in diesem Jahr war der Schwerpunkt, haben sie überarbeitet, das mit, ist jetzt die Mode mit den doppelten, also mit der Staatsbürgerschaft. Und da steht dann drinnen neu, also neue Felder in allen Ländern der Welt, aber in Österreich, ob es erlaubt ist, doppelte Staatsbürgerschaft und wie lange die Reise, wie viele Jahre bis zur Staatsbürgerschaft. Aber das ist sozusagen, das ist großartig. Also es ist dokumentiert, also für jedes Land sozusagen, weil das ist so nicht politisch im gewissen Sinn. Also politisch ist das, dass man Palästinenser verweigert, aber sonst sind die Fakten so, ist ja das wirklich die freie Gesellschaft. Das sozusagen, die sind ja unpolitisch, die Fakten. Mit wer hat AIDS und wie viele Schulen, natürlich wie viele Panzer und wie viele Flugzeugträger. Das aber es ist auch großartig, dass das auch publiziert wird, dass man sozusagen sich einstellen kann, wie viele Landebahnen und. Und ein Weltalmanach, wenn man den erstellt, sozusagen das Einlesen der JSON-Daten. Ich habe drei Beispiele. Das eine ist natürlich, man importiert es in eine SQL-Datenbank, da kann man die SQL-Abfrage machen. Das andere ist in eine NoSQL mit einer NoSQL-Datenbank und man arbeitet sozusagen mit den Dokumenten, JSON-Documents. Und dieses Beispiel, das arbeitet mit den JSON-Dateien und das erzeugt dann sozusagen einen Weltalmanach und man sucht sich aus, was einen interessiert. In dem Beispiel habe ich sozusagen, welche Sprachen werden gesprochen, die wichtigsten Städte, ethnische Gruppen, welche Religionen, das ist sehr gut sozusagen aufgeschlüsselt und wie viele Internetanschlüsse, wie viele mobile Telefone. In Österreich, glaube ich, ist Mobiltelefon ist 150%. Das heißt sozusagen, Österreich hat zwei Handys im Schnitt fast, sozusagen über 100%. Und das hier ist das kleine Skript, das sind 20 Zeilen sozusagen. Und dann hat man das, den fertigen Almanach. Habe ich den hier? Und dann kann man dann ausdrucken, dass in dem Fall ist das eine HTML-Seite. Almanach. Also ich generiere mir eine Seite, das ist sozusagen das Output und sozusagen da sieht man Afghanistan, Albanien und das Großartige ist eben, es ist komplett. Also es sind 270 Einträge und hier, wenn man zu den Österreich ist sozusagen wirklich also Serbisch 2,2, Kroatisch und Internet. AT 7,2 Millionen Internet-Hosts gibt. Und ja. Also die Daten kann man dann sozusagen herum spielen und vergleichen. Und also das war das eine Beispiel. Okay, das war das Live-Beispiel, Case Study. Das nächste ist SQL sozusagen. Wenn man das modelliert, eine einfache Modellierung ist, dass man hat eine Tabelle, die nennt man Fakten, Facts, und dann hat man sozusagen das Land und okay, da habe ich, genau, hier habe ich das Land und für jeden Wert sozusagen ein Feld erstellt. Die Landfläche, Wasserfläche,
Gesamtfläche, die Einwohnerzahl, das Wachstum der Einwohnerzahlen und so weiter. Und wenn man das importiert sozusagen, dann kann man fragen, sozusagen, wie das Bevölkerungs... was ist hier die erste Frage? Die erste Frage ist, die 10 größten Länder der Welt sozusagen. Wer kennt die 10 größten Länder der Welt? Und hier zum Beispiel ist das Beispiel mit der Europäischen Union. Also das kann man dann sagen, ich will die dabei haben oder nicht dabei haben. Aber wenn man die Europäische Union sozusagen, wird dann mit über 4 Millionen in den Top 10. Sonst ist es sozusagen größte Land Russland, Kanada und so weiter. Die nächste Frage, wer weiß, wer hat die höchste Einwohnerzahl? Vatikan oder... Oder die Frage ist, Indien oder China? Wer tippt auf China, wer auf Indien? Also Indien ist schon lange vorne, sozusagen, weil China mit der Ein-Kind-Politik, ja, jetzt die ist eh wieder sozusagen aufgehoben worden, damit sie wieder mehr... Aber genau, Indien hat, glaube ich, schon 1,5 Millionen bei Population. Okay, das ist noch nicht Falschmeldung. So, Fake News, sorry. Aber hier China 1,3, Indien, Europäische Union, vor dem Brexit, gut sind United States, Indonesien, Brasilien und ja, 100 und so weiter. Also hier kann man sich mit SQL herumspielen. Dann wie viel Zeit habe ich? Genau, dann hier das. Wahnsinn, wie viele Einwohner Indien hat, weil das ist ja wesentlich kleiner als China. Ja, hier war, wie viel waren da jetzt? Über auch eine Milliarde. 1,2 Milliarden. Genau, es ist überbevölkert sozusagen, ein kleines. Und also, genau. Dann der letzte Punkt ist, zum Importieren, wer sich in eine NoSQL, in dem Fall wäre das mit MongoDB. MongoDB ist sozusagen, da kann man die JSON, also die Dokumente importieren. Hier habe ich das Mongo. Das sind die Beispiele. Nachdem das aufgebaut ist mit den 11 Ordnern, mit den 11 Regionen, also wenn man das in das Mongo importiert sozusagen, weil es ist nicht in einer Datei sind sozusagen pro, die Idee ist, dass man hat pro Land hat man eine Datei, aber mit einem Bash-Skript sozusagen, Mongo Import ist sozusagen nämlich die Datei und ich brauche nur eine Funktion über die Regionen sozusagen vor File und dann hat er die alle ins Mongo importiert und dann kann ich nach literarisch nach Gold suchen. Wer hat schon mit Mongo gearbeitet? Das Großartige für den Fall ist mit SQL, weil die Struktur sozusagen ist nicht 100%, ist kein SQL-Schema von der Weltdatenbank. Ein Beispiel ist Frankreich zum Beispiel. Frankreich ist schwer zu modellieren, weil wer weiß das sozusagen, wie viel Frankreichs gibt es? Es gibt sozusagen das metrokontinentale Frankreich, aber sozusagen in Frankreich gibt es French Guinea und sozusagen das ist Teil, das ist keine Kolonie, sondern ist Teil von Frankreich, aber es ist sozusagen außereuropäischer, aber es ist sozusagen wie bei uns, wie ein Bundesland und darum gibt es sozusagen M, also bei Frankreich extrem kompliziert. Ich glaube die Holländer sozusagen, die haben die, dort sind zum Beispiel in der Karibik, die sind schon alle autonom, aber in Frankreich sozusagen, die sind wie Bundesländer eingegliedert. Ja, und Frankreich gibt es jetzt zwei Arten. Es gibt die. Aber es gibt die auch die. Es gibt die Departement Outre-mer, die Überseeprovinzen praktisch. Und es gibt die Territoire Outre-mer, das sind die anderen Überseegebiete, die nicht Provinzen sind. Aber sozusagen der Punkt, was die Modellierung ist, sozusagen, weil hier die Philosophie eben ist, man übernimmt die Struktur so, wie es im Factbook ist und die ist sozusagen nicht hundertprozentig bereinigt. Wenn wir eine SQL-Datenbank haben, da ist es sozusagen extrem strikt und da sozusagen ist eine, und auch die Erweiterbarkeit, wenn da Felder fehlen, zum Beispiel im
Vatikan, ja, gibt's, oder nicht alle haben alle 300 Felder, dann sozusagen ist das mit einer NoSQL. Genau, die, ja. Nur mit Migration, ja, ohne Migration würden es nicht mehr da sein. Oder man weiß es nicht, wenn die Liebhaberinnen da, die Kurtisanen heißen die, glaube ich, das ist. Aber hier ein paar Beispiele, wenn man zum Beispiel sucht, wer weiß, wenn man sucht People and Society Languages nach German, in wie vielen Ländern wird Deutsch gesprochen offiziell? Wer kann tippt? In 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Also es gibt 11 Länder, die offiziell Deutsch sprechen. Deutsch ist sozusagen die Nummer 1 in Europa mit den Native Speakers. Und Englisch natürlich sozusagen, es gibt gar nicht so viele. Ich glaube 300 Millionen Native Speaker in Englisch. Aber natürlich, Englisch hat viel, extrem viele sozusagen. Dann ein anderes Beispiel ist, wie viele Bundes, das haben wir eh gezeigt, wie viele Nachbarländer hat Österreich? Wer weiß, 5 Nachbarländer, 6, 7, 8. Also es waren 8 und jetzt natürlich die Frage, der große Bruder Deutschland, haben die mehr Nachbarländer oder weniger? Und die Deutschen sind natürlich größer, die haben mehr. Die haben 9, da gibt es Tschechei, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankreich und so weiter, Österreich. Aber Deutschland hat noch mehr. Und dann, die wichtigen Fragen sind hier. Genau, sag Spanisch. Ja. Ich glaube, sind auch in Südamerika. Aber in Südamerika gibt es nur 9 Länder, glaube ich. Das sind riesig, die Länder. Und ja, also die Fragen sozusagen hier, eine Frage wäre, also das ist die Hausaufgabe, sozusagen die Fragen auszuführen. Eine Frage wäre beispielsweise die wer importiert offiziell sozusagen, bei den Import ist sozusagen, glaube ich, über 2-3% oder was, dann werden die angelistet. Ja. Aber wer sind unsere großen Handelspartner? Wäre das die Frage, Find Economy Imports für Austria? Oder diese Frage hier zum Beispiel, Österreich ist mit 16 Jahren, das ist sozusagen Government Suffrage, ist sozusagen das Wahlalter. Und hier mit der Abfrage, sozusagen, wie viele Länder auf der Welt gibt es, wo man mit 16 Jahren schon wählen kann. Oder hier das Beispiel NATO, natürlich, da ist das Factbook sozusagen sehr gut mit den internationalen Memberships. Zum Beispiel, wer hat gewusst, Österreich ist Teil der Australia Group. Was die Australia Group macht, sozusagen. Aber die fördern halt die Kängurus. Aber Österreich ist oft Teil der Australia Group. Schengen Convention und so weiter. Elisabeth, ja, die Königin Elisabeth, die Herrscherin. Und habe ich das hier? Genau, und dann halt, wenn man Gold findet, sozusagen, Gold ist leicht zu finden. Wo findet man Gold, sozusagen? In Südafrika, ja. Man muss sich ja dann anschauen, ja, die Militärleistung sozusagen, wenn man eine Invasion macht. Und eben die Frage war das mit den gesicherten Erdölreserven. Wer weiß sozusagen, wo sind die meisten Erdölreserven gesichert, sozusagen, wo man schon weiß, die sind da. Früher war es sozusagen ein Hint oder ein Dingstipp, es ist nicht Saudi-Arabien. Man kann sich vorbereiten, wo kommt die nächste Invasion. Es geht ja ums Erdöl, nicht ums Gold. Und laut CIA sozusagen die meisten gesicherten Erdölreserven Nummer 1 ist Venezuela. Hat mehr als Saudi-Arabien und ist Irak und Iran. Also, und ganz wichtig, die Bier-Consumption sozusagen. Wer trinkt, wer Weltmeister im Bier trinken? Und der Vizemeister, Österreich ist sozusagen Vize-Weltmeister im Bier trinken. Mit 120 Liter pro Kopf, glaube ich. Gut. Das sind die Norddeutschen. Wenn man die Bayern sozusagen würde vor Österreich sein. Aber die Norddeutschen trinken weniger. Okay, dann sozusagen. Eine Frage ist natürlich, für dieses ein anderes Projekt ist mittlerweile sozusagen
wenn man sich strukturierte Daten holt, eine gute Quelle sind die Infoboxes von der Wikipedia. Weil eine Frage, die ich immer kriege, ist, wie oft wird das abgedatet? Und da ist eben so, das war großartig, das Factbook, aber es ist keine Konkurrenz mehr, die eine super Quelle ist, die Wikipedia. Die hat praktisch auch alle Länder der Welt. Und wenn man sich ein Land anschaut, Österreich, dann gibt es rechts gibt's die Infobox, das sind auch strukturierte Daten, die man sich rausholen kann. Aber der Punkt ist so, die haben relativ, also in der Infobox ist relativ wenige Datenpunkte sozusagen im Vergleich. Also das Factbook hat glaube ich ein paar hundert und dort, weil das die Wikipedia ist natürlich größtenteils ist sozusagen Text, unstrukturierter Text, schwer maschinell zu verarbeiten. Genau, die Wikidata, da muss man halt die Daten importieren und die ist sozusagen im gewissen Sinn nicht gescheitert. Aber der Punkt ist das Großartige von der Wikipedia ist, man editiert Text und jeder kann den Text editieren. Und in die Wikidata funktioniert so, dass es ist praktisch, man kann das mit einer Webform, man kann das nicht wirklich editieren. Also das Interface ist unbrauchbar. Und sozusagen, darum funktioniert das Wikidata so, man muss die Daten sozusagen importieren, maschinell. Und dann kann man sie aber das Punkt ist, das Schwierige mit Wikidata ist eben, dass es nicht nach dem Wikipedia funktioniert. Das Editieren ist extrem, ist nicht menschlich machbar. Und es ist nicht gescheitert, sondern gescheitert ist sozusagen, dass man die Daten händisch editiert, sondern der Fortschritt von Wikidata kommt, dass man die Daten importiert sozusagen. Und dort ist sozusagen, die importierten Daten sind noch relativ, werden immer mehr, aber das ist kein, ich glaube, das ist mehr der Fokus, großartig, die sind immer verankert auf den Wikipedia-Seiten. Umgekehrt eigentlich, also mittlerweile ist es so, dass die Wikidata-Daten in die Wikipedia-Infoboxes eingepflegt werden. Das heißt, die Infoboxen kommen aus Makros, sind Makros, die sind die Daten aus Wikidata holen. Also in Wirklichkeit, Wikidata ist auf keinen Fall gescheitert. Dass es natürlich mühsam ist, das händisch einzupflegen, ist klar. Ja. Wikidata ist nicht, ist nicht gescheitert. Was gescheitert ist, sozusagen, ist die händische Eingabe. Und darum, Wikidata ist sozusagen der Quellenbestand aufgrund, was man importiert. Und dann ist die Frage, wenn man die Daten massenhaft importiert, wo kriegt man sie her? Von der Weltdatenbank oder andere Sachen? Also man kann sie nicht übernehmen von der Webseite. Gibt auch keine Magie sozusagen. Wikidata kann man nicht übernehmen. Wenn es keine strukturierten Daten sind. Nein, es gibt einen Dump, der kommt jede Woche raus. 12 GB im Augenblick kompresst jede Woche. Und öffentlich steigern um 100 MB, glaube ich, ist das kompresste Fall, was sie diese Woche größtenteils datenlos parsen, weil es ein reines Jailen ist in Wirklichkeit. Ja, aber man hat den Text der Seite und nicht, man will ja haben nein, Datenfelder. Das ist 100%iges JSON? Ja, für die Wikidata, wenn man da hat. Die Wikidata ist strukturiert. Aber der Punkt ist eben, wie kriege ich die Daten sozusagen von der Wikipedia-Seite, die unstrukturiert ist, in die Wikidata rein. Und da gibt es sozusagen kein Automatismus. Und die erste Idee war, dass die Leute das so wie sie in der Wikipedia, dass man das händisch eintragt. Aber sozusagen das händische Eintragen in der Wikidata funktioniert nicht, aber nicht so wie in der Wikipedia. So flüssig und dadurch ist sozusagen, wenn man in Wikidata was eintragt, ist ein Vorschlag, dass dieses Projekt zum Beispiel, das ist Public Domain und man könnte das oder man kann das, also alle Open Daten Projekte, die ich habe sozusagen oder wo ich mitarbeite, die sind immer sozusagen Creative Commons Zero, weil die Idee ist, man kann sie in das Wikidata importieren. Weil das ist sozusagen, die Wikidata kann man mehr so sagen, das wird nicht wie die Wikipedia händisch bearbeitet, sondern das ist mehr, ist eine Datenbank und man importiert die Daten sozusagen. Und dann ist halt die Frage, wer importiert dort? Gut. Eigentlich wäre das in die Wikidata, oder? Nein, Aber da,
Da spricht sehr viel dagegen. Also man kann es importieren, aber sozusagen, dass, was dagegen spricht, sozusagen, ist, dass es nicht so einfach ist, wie es ausschaut. Nämlich das Beispiel wäre Palästina zum Beispiel. Die Länderstruktur, sozusagen, ist die Länderstruktur, es gibt kein Palästina. Man hat hier den Gazastreifen. Und kann ich jetzt sozusagen, kann ich jetzt die Datenpunkte für den Gazastreifen importieren, wenn die Wikipedia sagt, nein, nicht Fehler, sondern das ist aber die Sichtweise, wie sie es gibt. Aber der Punkt ist sozusagen, man kann die Daten importieren, aber es ist eben nicht so, auch wie die Datenübernahme von der Wikipedia-Seite in die Wikidata. Es gibt nicht das Manager-Wunschdenken. Ich habe hier meinen Datenhaufen und den schiebe ich da rein, sozusagen. Sondern die mühsame Kleinarbeit, sozusagen, zu sagen, welche Felder, welches Jahrgang und ist jetzt das, ist die Fläche, ist inkludiert die Küsten, das Land und die und so weiter. Also wenn man dann sozusagen in das Detail geht, drum ist 80%, wenn man mit Open Data arbeitet, 80% ist sozusagen Bereinigen der Daten. Wo kriege ich gute Daten her? Weil sozusagen Daten nur reinzumüllen, sozusagen, das ist ja das, dann entwertet sich das Projekt. Drum, das ist sozusagen der Dings, man kann das sozusagen reinmüllen, aber dann hat ja niemand davon was. Es sollte eigentlich die Qualität sein. Und sozusagen die Qualität von der Wikidata beruht darauf, dass jeder Datensatz ist verankert mit einer Wikipedia-Page. Wenn ich sozusagen, das ist die Verankerung. Das heißt, wenn ich jetzt Daten zu Österreich abrufe, dann muss sozusagen Daten, die ich abrufe in Wikidata, die müssen verankert sein in einer Wikipedia-Page. Also es gibt zuerst die Wikipedia-Austria-Seite sozusagen. Und die geben die Struktur der Wikidata vor, sozusagen, die Verankerung in der Wikipedia-Page. Gut, aber es ist ein super Projekt, die Wikidata, aber sozusagen, die arbeitet nicht nach dem Wikipedia-Prinzip, dass ich das händisch editiere als Text, sondern ist mehr wie eine Datenbank. Ich importiere Daten und das Importieren sozusagen kann man nicht einfach zumüllen, sondern damit man, und leider, genau, und dann gibt es natürlich auch Beschränkungen, also wollen die wirklich die Bevölkerungszahlen sozusagen von der Antike haben für jedes Jahr und sozusagen. Aber ja, ein super Wikidata-Projekt, wunderbares Projekt und sozusagen man kann die, und das ist gemacht für Abgleich sozusagen, weil es ist auch sozusagen lizenzfrei und die Wikidata sozusagen, das ist auch lizenzfrei. Aber man darf jetzt nicht, so wie die Amerikaner oder wie der Trump Weltherrschaft sozusagen, Wikidata ist sozusagen, weil die Anfragen kriege ich manchmal, dass man will ein Projekt für die ganze Welt haben. Also wenn es offene Daten, dann macht das so wie in der freien Welt. Es gibt sozusagen Deutsche, Österreicher, Schweizer und jeder hat sein statistisches Amt. Ja. Und dass man jetzt sagt, es gibt Wikidata, ist für alles und es gibt sonst nichts. Also es ist schön, wenn es sozusagen eine Vielfalt von offenen Datenbanken gibt. Sollte man feiern sozusagen. Weil eben, man hat das hier gesehen mit Ländern und was ich, man kann sich auch welche Sprachen und kommt, ja, gut. Aber gerne auch noch andere Fragen. Ja. Ah gut, Länder immer politisch oder auch dann. Das Factbook von CIA eigentlich auch historisch, oder? Beim Factbook, genau, eine Frage war, ob es historisch ist. Da ist so, ich habe am Anfang kurz erwähnt, praktisch es hat gegeben Download-Pakete, die waren so, glaube ich, jährlich oder ich glaube jährlich, nicht halbjährlich. Und diese jährlichen ZIP-Pakete sozusagen, und die war ZIP sozusagen wegen der Bandbreite, hat man das ZIP hat glaube ich 1 Gigabyte oder was, ja. Jetzt hat man das in 10 Teilstücke, war eine Motivation, dass man sozusagen offline arbeitet und man kann sich in das in 10 ZIPs. Aber der Punkt ist so, das als Download-Archiv ist noch immer sozusagen online und da gibt es vielleicht 10 oder 15 Jahre kann man sozusagen das Offline-ZIP-Paket für Snapshots sind das sozusagen für 10, 15 Jahre runterladen. Aber es ist sozusagen keine, wenn man Time Series oder so Zeit rein oder so, ist es nicht, da muss man sich das, müsste man sich selber Snapshots machen, ist die beste Methode. Und ich glaube, es gibt ein Projekt sozusagen, es hat gegeben, die haben sozusagen diese Offline-Pakete verarbeitet und dann ein riesiges strukturiertes, das war die Mode, XML sozusagen vor 10 Jahren, und die haben sozusagen eine riesige XML-Datei für das Factbook
und die haben dann sozusagen pro Jahr eine schöne XML, riesige XML-Datei, und da kannst du sozusagen, glaube ich, die haben da 10, 15 Jahre oder was mit dem. Aber eben so, dass die arbeiten, jetzt sind sie, was man seit 2-3 Jahren, weil es das nicht mehr gibt, ist dieses Projekt sozusagen mit diesen XML steht sozusagen am Ende. Ja. Weil die müssten ihren Parser jetzt umstellen sozusagen, und da ist, glaube ich, niemand mehr da. Aber genau, es hat, glaube ich, Forschungsprojekte an der Uni einmal gegeben, die sozusagen das verwenden, um Zeitreihen zu erstellen und so weiter. Aber man müsste sich sozusagen zusammenstellen. Ne. Darum dieses GitHub-Projekt, was ich habe, könnte man jährlich so einen Tag machen, dass man jährliche Versionen, und dann kann man den Diff machen. Ja. Also jetzt ist so, dass ich 2-3 Updates oder was vielleicht im Jahr. Aber es ist nicht getaggt sozusagen mit Version 2017. Aber offiziell, genau. Das ist nur Ruby, ja. Ruby Script einfach, weil es HTML. Und in Ruby heißt die Scraper Library für HTML. Ja. Ja, mach ja. Ja, danke. Ah, den Computer, ja, danke, gerne, ja. Und in Ruby.